gemetzelt. Oh. Oh, fuck. Ja, da haben wir uns natürlich jetzt schön in den Weg gelegt. Ich mach nochmal kurz Quen an. Irgendwie gucken. Ja, jetzt schlägt er mit dem. Hops, oh nein. Irgendwie. Shit. Hau nochmal mit deinem. Na, mit dem Kleinen. Ja, hau mal mit dem Kleinen zu. Komm, mit dem Kleinen. Mit dem Kleinen. Hör mal auf, da jetzt Kies rumzuschnitzeln. Hau mal mit dem Kleinen jetzt hier rein, jetzt, da! Scheißvieh, du hässliches. Wow. Ficken. Komm, jetzt nutzt deinen kleinen Schlapperarm. So, aber er hat uns zwar getroffen, aber trotzdem reingehauen. So, und da hauen wir ihm seinen nächsten Schlapperarm ab. Schön. Hack drauf ein, los! Gib's ihm! Momentan muss ich nichts drücken, ich drücke kurz. Okay. Oh, und die Brücke ist zusammengestürzt. Yes! Wow, der hat uns kurz noch... Wow! Irre denn? Boah, der Ficker. Okay, hier hinter können wir in Schutz gehen. Okay, was mache ich jetzt? Scheiße, ich wollte gerade wieder hinter den Stein hechten. Wir könnten natürlich jetzt von hier aus... Ihr Knie bringt ganz Scheiß. Ja. Ich könnte natürlich noch mal ein Quen wirken. Dann wenigstens jetzt mal hier voran. Hier ist ein Dings gehauen. Dann haben wir jetzt wenigstens schon mal keinen Schaden mehr durchbekommen. Aber er haut nicht rein. Und den Stein auszuweichen ist so relativ unmöglich, ja, super. Vor allem da er so gut getimed wirft. Wir haben doch... Wie werfen wir so eine Bombe? So nicht. Ja, neue Situationen und ich habe gerade keine Ahnung, was ich machen muss. Nein, es gibt ja einen ewigen Bosskampf hier. Ich weiß gerade echt nicht, was ich machen muss. Mal kurz Axi. Das heilt. Oh. Ne, Axi heilt uns nicht. Was heilt? Art? Ne, Art war umschmeißen. Haben wir keinen Heilzauber? Glaube nicht, ne? Ja. Schauen wir uns nochmal einmal M drauf. Quen meine ich nicht. M, Quen. Er trifft uns immer wieder mit dem Stein. Jetzt nicht. M.
hier mal ein bisschen. Ich könnte natürlich jetzt mal versuchsweise. Okay, wir können da nicht drauf einschnitzeln. Mann, du Sau, du Blöde. Ich kann da auch nicht drauf einschlagen. Da hinten, das leuchtet so schön. Ich weiß gar nicht, wie ich Bomben und sowas werfe. Ich gehe da nicht immer so weit davor, du. Ja. Aber mit dem... nicht irren, sondern mit dem Igni kann man auch nicht rein. Da war schon wieder keine Zauber mehr wirken. Na toll. Oh man, Leute, wie mache ich das? Meine Buffs oben hauen auch langsam ab. Ich muss den das nächste Mal schneller besiegen, aber ich weiß gerade echt nicht, wie ich den mache. Weil da vorne trifft er uns auch. Aber hier drunter doch nicht. Ach, ich... Mann, was ist das denn mit dem... mit den Blitzschlägen? Ich kann nichts machen gerade. Ich kann echt nichts machen gerade. Ja, und tot. Super toll. Wir können uns da durchlaufen oder was? Und können ihm dann da in sein Geschnetzeltes schnetzeln. Ja, Leute, es tut mir leid. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das so ewig dauert und sich so in die Länge zieht. Aber man muss den Boss ja erstmal kapieren. Ich glaube, wir können unten durch. Da trifft er uns nicht mehr mit dem Stein. Also müssen wir das jetzt nochmal alles machen. Vielleicht gab es jetzt schneller. So. Er hat schon mal reingehauen, ob uns da jetzt getroffen hat oder nicht. Ist Wurst. Alle Achtung. Wir schnetzeln natürlich mit dem Eisenschwert, mit dem Silberschwert auf den einen. So, erster Arm weg. Jetzt rastet er schon mal aus. Dann müssen wir uns schon mal links halten. Also genau, jetzt haut er da den ersten Teil der Brücke kaputt. So, komm, hauen wir da irgendwie so grob in die Richtung da rein. Ne, benutzen wir hier deinen anderen Schlapperarm. Aua, nicht so benutzen. Steh doch auf. Jetzt haut er mit seinem Lappenarm dahin, ey. Der Noob. Komm, ja. Los, schnapp zu Serge. Und schneller! Geralt! So, und jetzt nochmal. Und ab damit. So, sehr schön. Jetzt rastet er wieder aus, dann müssen wir jetzt wieder in Deckung gehen. Am besten so ein bisschen hier drüben. Jetzt hat er wieder die Brücke, genau, jetzt gehen wir rüber auf die andere Seite. Immer im Auge behalten, das Dreckvieh. Ah, ich häng dann in dem Gebüsch fest. Genau, jetzt kann er da hin einmal, dann haben wir schieren Irrten hin. Komm mit deinem... Komm. Hier in irgendeinem. Ja, sehr schön. So machst du das fein. Feiner Kairan. Braver Kairan. Aber die Mutter nicht geboren. Besten Kairans sind immer noch die toten Kairans. So. Oh, schenk an seinen Labbearm. Achso, genau, jetzt springen wir auf seinen Arm. Das war eben die linke Maustaste. Immer noch die linke Maustaste. Damit fügen wir ihm leider nicht wirklich viel Schaden zu. Okay, schade, dass er dadurch keinen Schaden bekommt. So, und der... Ach nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte auf Quen wechseln.
dieser Kerl. Nein, jetzt kriege ich wieder Stromschläge. Super. Und jetzt sterben wir wieder. Ach man, ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Ich würde sagen, ich mache jetzt wieder einen Cut, bis ich wieder in dieser Situation bin, hinter dem Stein stehe. Also bis dahin. So Leute, ich bin wieder an der Stelle. Ich habe es jetzt noch mehrmals probiert. Und ja. Ich gebe es zu, ich habe mir Hilfe dazu geholt. Also ich habe mir Hilfe gesucht und habe sie gefunden und weiß jetzt, wie das geht. Bevor ich jetzt hier erstmal noch eine Stunde aufnehme, ohne was Sinnvolles dabei zu machen, außer immer wieder diese Szene zu spielen und euch hier unnötig aufhalte. So, wir stehen hier dahinter. Wir machen ganz kurz auf Quen. Zünden das Quen. So, wir müssen jetzt hier nämlich hochlaufen. Nein. So, wir müssen einfach nur hier die Brücke hoch. Das war's. Granate. Und tschüss, Paco. Ja, so einfach ist es. Und ich habe mich wieder selten doof angestellt. Ich glaube, ich wäre auch so schnell nicht drauf gekommen. Ganz ehrlich. Geschafft. Kein schlechter Kampf. Geralt, ist dir auch nichts geschehen? Oh mein Gott, ihr habt den Kairan getötet. Ihr Schweine! Geiler Name für einen Erfolg. Es war schwierig. Nein, alles in Ordnung. Nein, ich bin ganz ehrlich und sage, ja, es war schwierig, auf die Idee zu kommen, die Brücke hochzulaufen oder die Reste da der Brücke. Ich kam nicht drauf, hab mich dumm angestellt, musste mir Hilfe holen. Ach, das heißt wieder, ach, Hydro, du Noob, sowas sieht man doch. Mensch, was bist du so doof? Das Mistvieh hat mich ein bisschen zerkratzt. Offenbar hast du schon tiefer in der Tinte gesessen. Möchte wissen, ob die Geschichten über dich wahr sind. Alles, ohne Ausnahme. Alles Lüge. Welche Geschichten, fragen wir erstmal. Welche Geschichten? Wenn du glaubst, dass ich jetzt Legenden über dich erzähle, hast du dich geschnitten. Schön. Und was nun? Ich muss die Komponenten einsammeln, solange sie frisch sind. Am liebsten würde ich die ganze Sauerei in mein Laboratorium bringen, um so viel Substanzen wie möglich zu gewinnen. Aber das ist zu viel Arbeit. Ich nehme nur... Was genau hast du von meinen Abenteuern gehört? Dies und das. Du willst wohl nicht darüber sprechen? Je frischer die Substanzen sind, desto besser kann man sie verkaufen. Entschuldige mich also. Dann also auf Wiedersehen. Vergiss die Belohnung nicht. Keine Bange. So, ich weiß ja nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich vermute es einfach mal, weil ihr ja alle Schweine seid. Habt ihr der Alten bestimmt eben auf die Brüste geguckt? Habt ihr die komischen Texturen gesehen? Sie hat es auch ein bisschen im Gesicht gehabt, aber nicht allzu sehr. Ich glaube, das ist im Video später schwer zu erkennen. Aber im Ausschnitt waren grobe Texturen, eben ganz komisch sah das aus. Aber gut, wir können jetzt hier Schwertkampf skillen und schauen wir mal, was da so für Talente gibt. Geralt erleidet bei Angriffen von hinten nicht länger 200% Schaden. Schaden bei Angriffen von hinten 150%. Schaltet die Fähigkeit frei, Schläge des Gegners zu kontern. Und Distanz beim Ausweichen plus 100%. Das wäre mal eben nützlich gewesen. Ja, dass wir da hätten weiter rollen können. Gut, was haben wir noch? Energieaufwand beim Blocken. Gegnerische Schläge minus 25%. Schalte die Fähigkeit frei, mehrere Gegner zu schädigen. Und Schwertschaden plus 5%. Oh, das brauchen wir auf jeden Fall. Dazu müssen wir das hier skillen. Deswegen haue ich hier einen Punkt rein. Und mehr Schaden mit dem Schwert ist immer gut. Vor allem, da ich mehr mit Schwert kämpfen werde, als, glaube ich, mit irgendwelchen Zaubern oder sonst irgendwas. Deswegen gehen wir hier noch auf Schwertkampf. Und das nächste Stufe ist 15%. Das werden wir auf jeden Fall ausgillen. Und dann nehme ich mal an, wenn wir hier noch irgendwie da unten lang gehen oder so. Ja. Verlassen. So, Level aufgestiegen. Sehr schön. Können wir dann auch noch was mit diesem Vieh hier machen? Durchsuchen. Kairan-Auge, Kairan-Gewebe, Kairan-Haut und Kairan-Trophäe.